Neue Hoffnung für Menschen mit Querschnittslähmung. Mithilfe gezielter Nervenstimulation im Rahmen eines Reha-Trainings ist es Forschern der Technischen Hochschule Lausanne und des Universitätsspitals Lausanne gelungen, Patienten zum Laufen zu bringen, die vorher an den Rollstuhl gefesselt waren. Zwar sind die Patienten weiterhin auf einen Rollator angewiesen und können nur kurze Strecken zurücklegen, doch das ist im Vergleich zu bisherigen Behandlungsmethoden bereits ein großer Fortschritt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Im Rahmen der Behandlung stimulieren die Wissenschaftler in Lausanne gezielt Nerven im Rückenmark. Auf das kraftraubende Gehtraining kann dabei nicht verzichtet werden. Es ist ein tolles Gefühl, das Labor gehend betreten zu können, sagt dieser Patient. Um die Nervenbahnen anregen zu können, müssen zunächst kleine Platten auf Höhe des Rückenmarks eingesetzt werden. Er versucht, die Muskeln anzuspannen. Zugleich wird das Rückenmark stimuliert. Durch das Zusammenwirken des Impulses des Gehirns und die Stimulation wird der Nerv genau an diese Stelle geschoben. Durch die zusätzliche Bewegung stellten sich weitere gesundheitliche Verbesserungen ein. So wurde bei manchen Patienten ein geringerer Blutdruck festgestellt. Sébastien Tobler ist seit einem Fahrradunfall gelähmt und gilt eigentlich als hoffnungsloser Fall. Doch der Patient hat einen eisernen Willen und profitiert gleichzeitig vom Forschungsfortschritt. Ich verwende gerne das Bild, dass ich durch den Matsch warte, sagt er. Und glauben Sie, dass Sie eines Tages wieder gehen können, fragt die Reporterin. Wir sehen uns in 3 Jahren wieder, spricht's und trainiert weiter. Allez, on continue. Tac.